Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ich sehe wieder mal furchtbar müde aus, glaube ich. Liegt aber daran, dass mich die lieben guten Nachtdienste immer wieder voll im Würgegriff haben. Und naja, man macht halt das Beste draus. Ja. Wir können uns hier so ein bisschen das Essen sammeln und horten. Das Feuer hält ja noch ein Weilchen. Wir müssen demnächst eigentlich auch wieder zurück zu unserer Ressourceninsel. Und da das ein oder andere noch organisieren. Da liegt ja noch einiges rum für uns. Außerdem wurde ich in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass da ein bisschen was geblubbert hat. Und vielleicht könnte das was Schönes sein für uns. Und vielleicht sollten wir da unbedingt mal reingehen. Achso. Ja, aber davor, wir nutzen halt eben das Feuer jetzt, solange es noch da ist. Und quaddeln hier alles erstmal hin. So, müssen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen wieder essen. Währenddessen. Essen, trinken geht inzwischen ganz gut. Hier sind unsere ganzen Sachen, die wir so benötigen. Ich hätte gerne eben, dass wir, jetzt bin ich gerade am Überlegen, hier noch ein, also noch wenigstens zwei hier hingehen. 2-2. Und das wird dann unser Schlafstube. Da machen wir unser Bettchen rein. Wolli kommt dort mit rein. Und dann hätte ich gern noch einen größeren Raum. Ich weiß gar nicht, wo genau. Vielleicht in den großen Raum machen wir dann erstmal das Boot hier rein als Ersatz. Und ich hätte dann hier noch einfach einen Raum, wo wir dann die ganzen Ressourcen mal sammeln. Also einen Raum, wo nur Essen ist. Ein Raum, wo nur Kokosnüsse sind. Ein Raum, wo das Ganze... Obwohl, das Kladderadatsch könnte man ja eigentlich davor horten und lassen. Aber eben so in der Art einfach stelle ich mir das vor. Und ja, mal gucken, was davon sich umsetzen lässt. Tschüss. Erstmal wird einfach nur gehortet und gesammelt, was es an Essen möglich ist. Zaps. Ich gucke auch mal, ob in der Fischfalle nochmal was reingekommen ist. Jetzt ohne, wir hatten ja jetzt kein Köder mehr ausgelegt. It's a trap. Nix. Okay, man muss da wirklich einen Köder reinsetzen. Heißt, es rentiert sich momentan eigentlich nicht wirklich, weil warum sollten wir einen kleinen Fisch reinlegen, um einen kleinen Fisch zu angeln? Oder eine Krabbe reinlegen, um einen Fisch zu fangen? Das lohnt ja alles irgendwie nicht ganz so wirklich. Ja, dann bleibt das erstmal. Dann warten wir einfach darauf, bis es mehr Nutzen hat. Und bis dahin horten wir hier einfach unser Essen so. Ich meine, mit einem Speer sind die auch gefangen. Apropos Speer, wir haben noch gar keinen. Wir haben seit dem Neustart gar keinen mehr. Und die Krabben, ja, den haut man ja hier mal schnell auf den Kopf. Und dann geht das ja. Ich meine, wir haben ja hier eine kleine Krabbenzuchtfarm. Hurra. Und ich glaube, auf der anderen Inselseite sind auch noch welche. Von daher, da sind wir ja eigentlich ausreichend gut versorgt. Wasser ist ja jetzt auch kein Problem mehr, also da sind wir ja wirklich jetzt safe. Jetzt heißt es eigentlich nur noch ein bisschen die Sachen aufbauen. Sprich eben tauchen und suchen, dass man noch ein bisschen was findet, dass man ein bisschen was bauen kann und dann mal schauen. Es hieß, man kann mit dem Hammer hier auch noch ein bisschen was drauf machen, aber wahrscheinlich nur aus den Grünkokosnüssen. Gucken wir mal. Ja, scheint ganz so. Oder ich habe es missverstanden. Wahrscheinlich habe ich wieder mal missverstanden. Oh. Gut, den lass mal hier. Dann haben wir noch... Wie sind die Axt und sowas? Die sind noch in einem richtig guten Zustand. Das ist schon mal schön. Schön, 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 schön. Das Messer. Ja, es ist leicht angekratzt, aber naja. Nehmen wir mal nur die Axt mit. Und es wird wahrscheinlich bald wieder... Oh, es ist mittags. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, es wird dunkler. Aber naja. Was ich eigentlich suchen wollte, ist einen scharfen Stein. Den würde ich mir nämlich auch mal gerade mitnehmen. Sobald wir hier das nächste... Eine könnte noch klappen. Upsa. Und zwar... Wo ist denn jetzt... Da sind unsere Steinchen. Okay, und dann haben wir gleich nämlich zwei Splitterchen. Nö und nö. Tja. Und dann könnten wir nämlich die Axt vielleicht einfach auch hier lassen. Und ich guck mal gerade, wie
ergiebig die kleinen scharfen Steine sind. Testen wir das mal gerade, wie lange wir brauchen. Fünf, sechs, sieben. Naja, siebenmal. Aber ich meine, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das Feuer ist gerade ausgegangen. Nein, Feuer aus. Und die Krabbe nur halb fertig. Naja, bleibt's halt. Die werden ja hier zum Glück nicht schlecht. Von daher ist es ja theoretisch egal. Und der verbraucht sich halt nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, packen wir unsere Köfferchen. Und was mich unsicher gemacht hat, es hieß letztens, das ist doch ganz gut, wenn du das hast, falls das mal zerbissen wird. Die können unser Boot zerbeißen. Wir sind darin nicht sicher. Das macht mich gerade ein bisschen depressiv, weil ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, dass wir da drin sicher sind. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst und deswegen speichere ich, glaube ich, auch nochmal ganz kurz, sicherheitshalber. Ich glaube nicht, dass ich damit umgehen kann, wenn es plötzlich zerbissen wird. So, wir schwimmen wieder an unsere Startposition und von dort aus da rüber. Und ich würde sagen, ich schneide an dieser Stelle und wir sehen uns in wenigen Ruderschritten auf der anderen Seite. Außer es passiert irgendwas Spannendes zwischendurch, von daher. So, und jetzt haben wir auch schon fast die Insel erreicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mir wurde übrigens gesagt, dass die Bojen darauf hinweisen, dass da so tiefes Wasser ist, dass man diese Schwerthaie, glaube ich, heißen die, mit dieser langen Schnauze, weiß ich gar nicht, und weiße Haie antreffen kann. Ich hoffe, wir haben nie dieses Glück, dass wir diesen Viechern begegnen. Und wenn, dann nur, wenn wir eh sterben wollen, dass wir das noch kurz vorher mitnehmen und sehen. Aber nicht, wenn wir um unser Überleben kämpfen. Genau. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben jetzt gar keine Stöcker mehr hier. Okay, wir haben nur noch das Grünzeug und die Kokosnüsse. Grünzeug und Kokosnüsse, okay. Tja. Wir können ja hier noch einiges fällen. Upsa. Und hier irgendwo war ja noch ein Geblubber. Jetzt muss ich es gerade mal suchen. Wo war hier das Geblubber? Hier irgendwo von der Insel aus. Konnte man es blubbern sehen? Aber ich entdecke gerade nicht wo. Oh, da ist ein Hai. Der wieder mal ganz nah an... Natürlich an den Strandrand schwimmt. Wie sollte es anders sein? Hallo Freund. Na, wie ist's? Hat er uns wieder entdeckt, wer hätte es gedacht. Aber ich sehe hier gerade nicht, wo geblubbert wurde. Wo ist das Blubber? Blubber? Blubber. Weil da sollte man wohl auch noch einiges Schönes finden. Wir haben Hunger und Durst. Das erledigt sich aber gleich mit einer kleinen Kokosnuss wahrscheinlich. Ich glaube, wir werden hier eh die Nacht... Ja, ich werde hier die Nacht eh verbringen. Ich mache dann so lange wieder... ich schneide dann an der Stelle, weil ich spiele dann wieder komplett im Dunkeln, damit ich was sehe und nicht ins Wasser renne aus Versehen. Und gehe hier einfach noch ein bisschen suchen und horten. Und ich guck mal, ob ich das Geblubber finde. Und ich guck auch, dass ich hier noch ein bisschen Ressourcen abbaue und sammle. Und ja, ich würde sagen, nach der Nacht sehen wir uns dann wieder. Weil es bringt euch momentan einfach nichts, in der Nacht zuzugucken. Das ist einfach so unspektakulär, weil ich sehe nichts, wenn ich das Licht hier links und rechts von mir anhab. Und dann laufe ich nur die ganze Zeit total verwirrt hin und her. Und ich glaube, das kann man euch ersparen. Ja. Deswegen... Mache ich das allein? Im Dunkeln. Und wenn was Spannendes ist, dann blende ich mich einfach aus, weil ihr seht mich eh nicht. Das ist nur so ein schwarzer Balken dann unten. Und zeige euch das natürlich. So ist es ja nicht. Ich will euch ja nichts vorenthalten. Ich will euch nur Elend ersparen. Von daher, ja, ich schneide an der Stelle. So, die Nacht ist überstanden. Mehr oder minder. Ich versuche jetzt noch diesen Palmwedel hier zu zerlegen. Ja. Ich habe mir jetzt einfach noch ein paar Kokosnüsse zusammengesammelt in der Nacht und eine große Palme gefällt. Dabei ist mir aufgefallen, eigentlich könnten wir ja auch erstmal die ganzen Palmen bei uns noch fällen. Da es ja hieß, dass diese nicht mehr, also keine Kokosnüsse mehr bekommen werden. Wenn die erstmal abgefarmt sind, sind die abgefarmt und bleiben abgefarmt. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, sie zu horten. Und hier ist eigentlich das Sprudelzeug. Und jetzt ist es wieder weg.
Bin ich blöd? Moment mal, ich muss mal ganz kurz im Dunkeln nochmal, weil ich habe es jetzt in der Nacht gerade gesehen und jetzt weiß ich nicht, ob es nur nachts rauskommt oder nicht. Von daher ganz kurz, ich blende mich mal aus. Ist wirklich weg. Was ist denn das dann? Warum ist das nur in der Nacht da? Ist es dann was Lebendes? Hä? Weil ich habe mich dann extra, ich bin hier nochmal den ganzen Weg lang gelaufen und habe dann gesehen, dass es genau, wenn man hier steht, so dann genau drauf guckt. Und jetzt ist da alles still. Es ist auch nicht gewandert. Hä, wir haben es doch gesehen. Ich bin noch nicht bekloppt. Also, lebt es dann wirklich oder warum sieht man es dann nur in der Nacht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich blende mich wieder ein. Yay, huhu, nicht erschrecken. Gott, ist das gerade hell. Ich kann gerade nicht damit umgehen, dass es so unfassbar hell ist. Hä? Es kommt nur nachts. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich auf die Suche gehen will, was es ist. Oder ob ich dann einfach sage, manche Dinge muss man einfach akzeptieren, wie sie sind. So. Und jetzt überlege ich gerade, nehmen wir noch Kokosnüsse mit? Eigentlich haben wir genug trinken und so da. Das können wir auch sammeln, bis wir wirklich nur noch das haben. Nehmen wir lieber nochmal eine Packung Stöckchen mit. Okay, und den lassen wir auch hier, würde ich mal sagen. Denn wir haben ja drüben auch noch einen. Und das passt ja dann eigentlich. Nehmen wir dann lieber nochmal ein paar Stöcke mit oder ein paar Palmwedel? Ich glaube, ein paar Stöcke braucht man eher. So. Ja, und dann haben wir nur noch eins frei für unseren Paddel. Der da liegt. So. Ich hoffe, wir finden auch mal mit der Zeit noch für Wolli eine Freundin. Also nicht, dass ich nicht Wollis Freundin sein möchte, aber weiß nicht, dass er, ich glaube, er vereinsamt ganz schnell, wenn wir immer unterwegs sind. Moment, ich speichere erstmal nochmal. Nur auf Nummer sicher gehen. Speichern! Ja! Gespeichert und dann schwimme ich das mal irgendwo drüber lang. Da geht's halt echt tief runter, ne? Da blubbert's, da ist es doch. Wir können uns halt nicht wehren. Also es ist doch da. Es ist doch da. Es ist doch da. Es ist doch da. Okay. Frage ist, wie mache ich denn das jetzt am besten? Moment. Den lasse ich mal fallen und ich nehme mal eine Axt mit. Einfach damit wir ein bisschen Verteidigung haben. Gespeichert ist ja, sobald wir angegriffen werden, sage ich euch gleich, ich würde dann eigentlich lieber neu starten. Also nochmal einfach den Speicherstand zurückgehen. Weil ich will da eigentlich gucken, aber auf der anderen Seite will ich nicht sterben dafür. Wir sind doch gerade so gut. Wir gucken nochmal. Da ist... Hupsa. Wow. Okay, wir probieren's. Ich soll nicht immer so lange gucken, weil das lockt die Haie wohl an. Von daher, hups. Fuck, ich kann nichts mitnehmen. Dann ist dort nochmal ein... Wir gucken einfach, wir machen erstmal nur alles auf. Okay, wir brauchen das. Ich gehe einfach mal. Schwimm. Und schwimm. Lauf. Okay, es würde sich also schon lohnen. Es sind da Sachen drin, die wir noch nicht besitzen. Das heißt, ich muss unsere Taschen leeren. Und zwar fleißig. Fleißig leeren, alles leeren. Zack, alles weg, was keine Miete zahlt. Ich speichere nochmal. Und dann versuchen wir dort runterzukommen. Scheiße. Die Axt hebe ich mir trotzdem. Ach,
nein. Ach nein. Komm, schnell, mach es. Nicht zögern, machen. Zack. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Wir haben wieder Atemnot. Zack. Okay, was haben wir denn jetzt? Aha, wir haben ein Fernglas bekommen. Können wir das benutzen? Aber damit können wir echt zoomen. Das ist ja natürlich ziemlich cool. Okay, das ist schon mal schön. Noch ein Eimer, das ist auch gut. Sogar gleich mit Wasser gefüllt. Eine Laterne. Und ein Motor, glaube ich. Ich glaube, wir können uns ein Motorboot damit bauen. Huch, ah. Okay. Ich hätte gern mein wieder. Hehehe. So. Hier ran schwimmen, zack. Ich weiß, da drin ist noch ein. Ich weiß, da drin war noch eine Box, aber da jetzt gerade ein Hai davor rumschwimmt, möchte ich das eigentlich nicht riskieren, mir diese Box auch noch anzugucken. Aber es heißt schon mal, wir können wieder mal nicht alles mitnehmen. Wir müssen mal wieder Prioritäten setzen und ich würde sagen, dann liegt das doch eindeutig bei den Sachen, die wir jetzt gerade im Boot gefunden haben. Weil Stöckchen und sowas, die können wir halt, wie gesagt, wir schlachten dann einfach noch unsere eigenen Paddeln ab. Unsere Palmen ab. Und dafür horten wir das einfach hier und kommen einfach das nächste Mal wieder. Aber da hat einfach, gibt's gerade das Boot etwas Vorrang, würde ich sagen. Und ich glaube, das seht ihr auch so. Ich sortiere mir nur wieder alles so hin. Ihr wisst ja, mein kleiner Aufräumzwang. Immerhin finde ich dann immer alles, was ich brauche. Ja? Und suche nicht 3 Stunden. So. Cool. Nehmen wir alles mit. 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 Dann haben wir noch einen Platz frei. Wenn wir jetzt noch das Ruder in die Hand nehmen. Genau. Das heißt, wir können nur noch das rausnehmen, was in der Box ist. Und dann eigentlich direkt los. Paddeln. So ist zumindest der Plan. Wo ist denn jetzt der süße Hai hin? Hi. Hallo. Hi. Hi. Kein Hai. Der ist verschwunden. Die Musik hatte nur mal leicht angefangen und dann auch wieder stark nachgelassen. Gut. Ich gehe wieder mal auf Nummer übersicher. Speichere nochmals, einfach weil ich es kann. Und weil ich es will und weil es mich beruhigt, wenn ich das mache. Da kam er ja schon auf uns zu. Hallo, hi. Kümmer dich, upsa. Zerhacken. Ich meine, wir sind ja eigentlich in Sicherheit. Und wenn wir ihn oft genug hacken, stirbt er ja irgendwann. Oder? So ist doch die Logik. Hallo. Nicht lang genug. Wir kommen nicht nah genug ran. Und ich will nicht zu weit rein. Ihr wisst's ja. Ich bin da ein bisschen paranoid. Wir gehen mal weg und warten, dass er auch weggeht. Und nutzen dann lieber die Zeit und essen ein bisschen was. Essen und trinken hat noch niemanden geschadet. Und danach gehen wir lieber danach nochmal rein, wenn die Luft rein ist. Weil ich will nichts riskieren, jetzt wo wir so coole Sachen gefunden haben. Und langsam so ein bisschen besser werden. Möchte ich dann natürlich nicht irgendwie eine Dummheit machen und ihr sagt dann, oh du Vollpfosten, wieso hast du das getan? Es lief doch so gut. Nee. Dann stellt man mich wieder an den Pranger und bewirft mich mit Obst. Nein. Und das ist nur der beste Fall. So.
fast wieder. Woher habe ich denn den Kratzer her? Warum habe ich da einen Kratzer? Habe ich mir den Arm gebrochen? Wann habe ich mir was gebrochen? Nett. Ich habe mir noch gar nichts. Ich habe mir jetzt nicht zu Schulden kommen lassen. Nicht, dass ich wüsste. Nee, wir sind nirgendwo runtergefallen oder sonst irgendwas. Eigentlich dürfte nichts sein. Ich habe nichts getan. Würde aber erklären, warum wir so viel Hunger und alles so haben. Wann habe ich mir wehgetan? Ich weiß es nicht. Da ist es. Oh. Ich meine natürlich, da ist es. Sind wir angegriffen worden von irgendwas? Nö, eigentlich auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht mit seinen komischen Sprüngen, dass er sich irgendwie verletzt hat. Upsa. Aber da ist nichts drin. Okay, hat ja voll gelohnt. Okay, hat nicht gelohnt. Dann einfach in Richtung Heimat, würde ich sagen. Ich schneide wieder an der Stelle. So dass euch das Elend erspart bleibt. Außer es passiert natürlich etwas Spannendes. Ihr kennt's ja. Von daher, bis gleich. Tja, und mir nichts, dir nichts, sind wir schon wieder an unserer Heimatinsel fast angekommen. Das ist voll gut. Für euch nur ein Katzensprung, für mich 2 Minuten paddeln. Es geht voll auf die Arme, muss ich mal so sagen. Naja, ja, und ich würde sagen, wir machen bei uns einfach die Palmen erstmal kaputt. Da die ja eben keine Kokosnüsse erneut und erneut und erneut und erneut vorbringen. Lohnt es sich einfach nicht, die jetzt einfach groß zu horten oder zu behalten, ne? Wozu dann? Wir haben jetzt reichlich neue Sachen gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Und es fängt in dem Moment an zu regnen, als wir ankommen, sodass ich wieder rumpullen muss. Ne. Eche. So. Mal an Land genommen. Und wir haben einen weiteren Becher. Den stellen wir mal hier hin. Und wir haben hier Zeugs. Und wir haben da Zeugs. Und wir haben eine Lampe. Und eine Axt, die ich umsonst mitgenommen habe. Aber naja. Wir haben schon wieder Hunger. Dann lassen wir uns doch mal eine Krabbe schmecken. Und ich würde sagen, wir fällen mal die ein oder andere Palme. Haben wir hier noch irgendwo eine ganz große Palme? Oder eher nicht so? Wir haben eh nur noch die eine. Kann das sein? Ah ne, da ist noch eine große. Und da ist ja wirklich nichts mehr. Doch, da sind einfach noch Kokosnüsse dran, Leute. Kommen die vielleicht doch wieder? Ist das jetzt eingebaut, dass sie wiederkommen? Ich guck mal bei der Kleinen, weil bei der Kleinen haben wir sie bestimmt abgefarmt, wenn da welche gewesen wären. Na, da sind sie weg. Vielleicht werden die Große nur nicht rangerobbt, weil die uns zu hoch war. Okay. Und es wird schon wieder fast dunkel. Okay. Würde ich mal sagen, den fällen wir noch. Die Nacht überschlafen wir am besten. Haben ja hier wieder auf unserer Hauptinsel genug Ressourcen, um uns dann gleich wieder fit zu machen, wenn wir hungrig und durstig sind. Die nehmen wir mit. Waren es 2 oder waren es 3? Also ich würde auch noch eine dritte nicht verschmähen, von daher. Möge sie jetzt hier rufen oder für immer schweigen. Okay. Anscheinend nicht. Nehmen wir einfach mal den Ast noch ein bisschen mit. Ja, komm schon. Nichts leichter als das. So. Und so. Okay. Schön gehortet. So, jetzt teste ich mal ganz kurz was. Und zwar, wo sind sie denn? Ne, da lässt sich wirklich nichts mitmachen. Okay, dann legen wir uns doch gleich zu Bett.
Ein Kumpel wartet ja hier schon auf uns. Und ich würde sagen, wir können nur in der Nacht schlafen. Scheiße. Ja, aber es ist voll dunkel langsam. Wir können ja nicht mal auf unsere Uhr gucken, aber sie ist auch noch nicht hell. Wir warten, bis die Sonne wirklich untergegangen ist, denn erst dann kann man von der Nacht sprechen. Man darf sich nicht abends hinlegen. Ich lege mich immer nicht hin. Ah ja, jetzt funktionierte es. Und wir erwachen im Regen, aber... Okay. Bei Sonnenaufgang. Und wir können immer noch nicht auf unsere Uhr gucken. Hallo, was ist denn das? Warum leuchteten die nicht? Und warum regnet es immer noch? Und warum ist der Hai immer noch da? Ist er die ganze Nacht um uns herum geschwommen? Wenn ja, haben wir die ganze Zeit bei solch einer dröhnenden, gefährlichen Musik übernachtet und sind klitschnass geworden, weil wir kein einziges Dach besitzen. Naja. Überlebt haben wir es ja doch. Ach komm, wir arbeiten hier mit einer Axt auf dem... Da geht's jetzt einfach gerade schneller, sonst nehme ich jetzt einfach wirklich diesen angespitzten Stein für die Sachen, für die Unternehmungen außerhalb unserer Hauptinsel. Aber hier finde ich, komm, mach mal das doch mal. Wenn wir es denn mal haben. Warum leuchtet denn das? Das hat nicht zu leuchten. So. Und wir hören uns auch wieder bei einem eigenen Wort. Oh Gott, es ist immer so furchtbar laut, wenn es regnet. Es ist einfach nur abartig. Wir machen hier jetzt noch die Stäbchen kaputt, damit wir unsere Foundation erweitern können. Und dann mal schauen, würde ich sagen. Was wir als nächstes planen für einen taktischen Schritt. Eigentlich möchte ich gern erstmal das Feuer auffüllen mit Holz. Ich frage mich auch, wachsen denn die kleineren Palmen noch? Also die sind... Mit der Zeit werden die irgendwann größer, aber wahrscheinlich nicht, ne? Das ist alles so dann generiert und dann ist das halt einfach so. Wahrscheinlich. Okay. Vier Stück. Wir zünden es wieder an. Und die restlichen Stämmchen bauen wir uns mal wieder hierher. Nep, 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 nep. Nochmal vier. Nep, 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 nep. Und... Huch. Die war ja wirklich fast fertig das letzte Mal. Hier. Und dafür nehmen wir mal den Eimer. Hallo. Wir nehmen den... Hallo, wir nehmen den Eimer. Man kann ihn nicht mit links klicken. Ich bin blöd. Sorry. Manchmal habe ich so eine... Ist mein Hirn einfach geistig ausgeschalten. Wir essen mal ein paar Kokosnüsse vielleicht. Und weil wir durstig und hungrig sind, von daher nutzen wir das gleich doppelt. Mach das kaputt. Und dann werden wir... Oh. Ich bin dumm. Aber es habt ihr nicht gesehen. Scheiße. So, wir sind eigentlich soweit wieder fit. Wollte ich sagen, wir hauen noch mal ein paar Krabbis auf den Kopf, glaube ich. Wo ist denn? Da ist unser... Krabbis. Zucks. 3, 4, 5. Nehmen wir doch mal 4 mit. Alle, die hier rauskommen, gerade aus dem Wasser. Zaps. Werden mitgenommen. Dass wir dann immer wieder schön was zum Grillen da haben und nicht vielleicht mitten in der Nacht losgehen müssen und suchen. So. In der Falle ist wahrscheinlich immer noch nichts. In der Falle? Da. Nein.
okay, also kann man die wirklich erstmal ignorieren, bis die ergiebiger wird. So. Ist da überhaupt Wasser drin? Ja, okay. So. Und wir bauen mal hier schön fleißig weiter. Und zwar zerlegen wir die Palmwedel noch und dann gucken wir mal. Ich glaube, eine Foundation müssten wir bauen können dadurch. Ja, ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Klappt alles, läuft. Ja, mit dem Stein dauert es halt echt gefühlte Ewigkeiten, aber ihr habt ja schon recht, er verbraucht sich nicht. Und von daher dann lieber ein bisschen mehr Geduld haben. Gerade wenn ich wieder so eine Nachtaktion starte, an denen ihr eh nicht teilhabt, weil einfach nichts passiert, dann passt das doch ganz gut. Hehe, ja genau, da will ich es jetzt eigentlich hinbauen. Und da geht's nicht, weil alles da liegt. Bäh. Oh. Es ist kurz wieder eskaliert. Sekunde. Hektik. So. Wegwerfen. Nächstes. Ransetzen. Okay. So. Was wollte ich denn machen? Achso, ja. Hier bauen. Erstmal noch eine Foundation. Die hier jetzt geht. Ja, tatsächlich. Die Steine nehmen wir mal zur Seite. Wir haben halt echt kein Holz. Wir müssen Holz holen ohne Ende. Na komm. Du willst es doch auch. Nye. So. Und nur aus denen kann man nichts machen. Man braucht wirklich Holz dazu. Okay. Hier kommt dann jetzt gleich nochmal ein Fensterchen ran. Da nicht. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen, sodass wir ein bisschen Platz haben. Obwohl, es geht eigentlich auch eins. Wir holen uns jetzt einfach schon mal den Wolli hierher. Den Wolli. Wolli. Gut. Warum sehe ich denn so zerkratzt aus? Verstehe ich halt nicht. Was habe ich gemacht, dass ich zerkratzt wirke? Wisst ihr es? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Wolli wollte mal hersetzen. Genau. Dann werfen wir ihn einfach weg dazu und dann nehmen wir ihn einfach hoch nicht. Upsa. No. Bisschen grobmotorisch. Ein bisschen sehr grobmotorisch. Wir hatten das doch so schön. Kackbett. Ja, so will ich schlafen. Das ist es, was ich will. Können wir das nicht, dass man das nicht rotieren lassen kann irgendwie? Ja, ich weiß, ich halte mich schon wieder an so unnötigen Sachen auf. Aber ich will es doch nur uns schön machen, letztendlich. Scheißbett. So unbequem und dann noch Spirenzchen machen hier. Jetzt. Und jetzt einfach nur noch ein bisschen zu mir. Hallo, ich möchte es zu mir ziehen. Ach. Ich glaube, das muss ich offscreen machen. Ich stelle mich gerade so furchtbar dumm an. Leck mich. Na, fast. Ich glaube, das mache ich offscreen am besten einfach mal. Wobei, jetzt habe ich es ja fast. Warte, ich komme. Hui. So,
Feuer ist auch schon wieder fast erlischt und wir haben reichlich was zu essen. Und trinken ja nun auch, dadurch, dass wir zwei Eimer besitzen. Zwei Eimer voll Wasser. Voll genießbarem Wasser, muss man noch dazu sagen. Sekunde. Das will ich jetzt noch hinkriegen. Ja, wir haben es. Okay. Dann kommt jetzt nur noch Wolli hierher. Meh, 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 meh. Hallo. Kannst du auch stehen? Ja, du kannst stehen. Das ist cool. So. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal. Wow, das war mir total wichtig jetzt gerade. Ich kann euch nicht mal erklären, warum mir das jetzt so wichtig war. Es war mir einfach wichtig. Eine Lampe haben wir noch. Wenn man die anschalten kann. Kann man die anschalten? Das klingt natürlich sehr gut. Dann sollten wir uns... Oh. Entschuldigung. Den haben wir schon wieder weggeworfen. Die Lampe können wir uns ja hier vielleicht so ein bisschen rausstellen. Wieder los. Ah ja, okay. Nehmen wir die mal hoch und stellen die. Hallo. Ich will die doch nur aufrecht hinstellen. Alter, wo ist denn das Problem, Spiel? Warum hast du mich so? Wieso hast du mich so? Ja. Dann finden wir das nämlich auch immer wieder. Das wäre natürlich echt praktisch. Lass mal das mal schön dort stehen und dann haben wir da ein kleines Licht. So. Gut, das machen wir noch zu Ende. Und dann sind wir eigentlich auch fast wieder bei Folgenende angekommen. Ja, ich glaube, den kleinen Fisch schaffen wir nicht mehr. Wenn wir überhaupt noch diese eine Krabbe noch schaffen, wäre das schon ein Wunder. Wir haben schon reichlich Futter jetzt angesammelt und gehortet. Okay. Und hier können wir jetzt eh nichts bauen gerade. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier noch die zwei kleinen Palmen. Die lasse ich erstmal hier zur Beobachtung, ob die größer werden mit der Zeit. Aber ich denke mal nein. Und einfach auch, weil die jetzt nicht so ergiebig sind. Dann paddeln wir in der nächsten Folge vielleicht lieber wirklich wieder, muss mal ganz kurz auf den Timer gucken, ja, in der nächsten Folge wieder zurück auf unsere Ressourceninsel und sammeln da ein, was wir da schon vorbereitet haben letztendlich. Und Alter, wie viele haben die sich vermehrt? Auf dem Kopf? Die auch? Upsa. Auch. Und dir, weil du alleine bist und keiner merkt, dass du weg bist. So. Abgegrast. Ja, naja, das Essen hat nach uns gerufen. Wir gehen auch jetzt direkt hin. Nein. Ach so, doch. Wollte gerade sagen. Die gekochte wäre jetzt nicht einzeln, aber ist sie doch. Alles gut. Fischi. Vielleicht klappt das ja noch. Und ansonsten haben wir jetzt hier wieder ein bisschen nachgelegt. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt alles gerade so horte. Wir haben ja eigentlich jetzt nicht den Drang, viel zu essen. Irgendwie. Es hält sich ja echt in Grenzen. Das ist halt der verschwenderische Mensch. So ist er halt. Genau. Und ich würde sagen, vielleicht sollten wir das sogar mitnehmen, weil da kann man viel besser gucken. Das nehmen wir mit. Den Hammer lassen wir hier und auf der nächsten Reise gucken wir mal einfach, was wir noch alles entdecken dadurch, dass wir einfach einen weiteren Blick jetzt haben. Und dann ansonsten holen wir die ganzen Ressourcen noch hierher, damit wir weiterbauen können. Von daher bleibt dran. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.